Im ersten Kapitel soll es um Turm und Springerpaar gegen Turm und Springerpaar gehen. Wie beim Endspiel Turm und Springer gegen Turm und Springer ist auch hier eine leichte Initiative oft schon sehr viel wert. Und für Menschen gibt es natürlich noch deutlich mehr unübersichtliche taktische Möglichkeiten durch die Präsenz zweier Springer. Ein Beispiel ist Topalov Carlsen, Nanjing Pearl Spring 2010. Schwarz am Zug. Ja, hat eigentlich nicht mehr als eine ganz leichte Initiative, die auch objektiv nicht zum Sieg reichen sollte. Trotzdem ist es so unangenehm, dass es Magnus Carlsen gelingt, hier zu gewinnen. Gegen keinen geringeren als Veselin Topalov. Ja, wie soll er hier beginnen? Turm B2 oder Springer D3? Springer D3 ist nicht richtig. Danach könnte sich Weiß ja Tempo entlasten, die weiß-schwarze Initiative würde versanden. Ja, nach dem Springertausch wäre das ziemlich sicher Remis ausgegangen. Turm B2 dagegen ist doch ein gewisser Druck spürbar. Turm D1 ist ja auch irgendwie komisch, wurde natürlich auch nicht gespielt. Und man sieht hier wieder, dass Schwarz doch lästiges Spiel hat. Er ist eben irgendwie ein Tick aktiver. Tauschen oder nicht, solche Fragen werden natürlich oft vorkommen, sodass ich auch hier wieder natürlich Beispiele mit Doppeltürmen mit einbezogen habe, weil die in der Praxis sehr oft vorkommen und gerade diese Turmtauschfragen von äußerster Wichtigkeit sind. Natürlich nicht tauschen. Schwarz benötigt das Druckpotenzial. Und gut, klar ist das nicht, aber die schwarze Initiative gibt ihm praktische Gewinnchancen. So auch in der Partie. Was folgte? Ja, also diese typischen kleinen taktischen Tricks, die ja gerade die Springer so auszeichnen. Ja, und hier verpasste Magnus eine Möglichkeit, sich großen Vorteil zu verschaffen, wie Eduard in Chess Magazin 139 nachwies. Was soll kommen? A5, um den A-Bauern langsam nach vorne zu stoßen und dort Raum zu gewinnen, oder Springer G4, um dann abzuwickeln, gegebenenfalls. Springer G4 sollte kommen. Und jetzt Springer schlägt F2. Und hier ist es so, wie Eduard auch sagt, das sollte für Schwarz gewonnen sein. Zwei Springer alleine sind im Endspiel oft kein so gutes Zeichen. Und so ist es hier natürlich auch. Die Springer wollen doch gerne noch einen Turm haben, der eben schneller auf beiden Flügeln operieren kann, der sie bei der Koordinierung unterstützt. Hier alleine, ja, sind sie kein Gegengewicht für den agilen schwarzen Turm. Und das sollte gewonnen sein für Schwarz. Er gewinnt erst den A-Bauern, hat dann Turm und zwei Bauern gegen die beiden Springer. Und ja, der A-Bauer ist bekanntlich auch der größte Feind des Springers. Ist ja erstaunlich, was da schon drin war, wo das doch alles nach so wenig bis fast nichts aussah. Hier hätte sich die Initiative doch ganz gut transformiert. Magnus setzt weiter direkt auf die Initiative und hier Raumgewinn, aber hier sind die Computerprogramme davon überzeugt, dass nach G4 die Stellung Remis ist, trotz des leichten schwarzen Raumvorteils am Damenflügel. Auch Turm B2 ist möglicherweise noch spielbar, aber jetzt ist es sehr kritisch. Erste Frage,
Warum verliert die Partiefortsetzung Turm C3? Na, aber unter Zeitdruck gegen starken Spieler und bei so vielen Springern kann natürlich mal einiges passieren. Springer schlägt F2 und vorbei. Hier wäre man ja direkt in der Gabel. Und nach Turm C7 zieht der Springer einfach wieder weg und Topper läuft Graf auf, weil er jetzt ja weiteres Material einbüßt. Die Frage, wie man hier verteidigen soll, ist natürlich viel schwieriger und delikater. Lassen Sie sich das ruhig nochmal einen Moment auf sich wirken, um einfach zu sehen, wie unangenehm und lästig selbst diese ganz leichte Initiative ist. Die weißen Springer decken sich gegenseitig und das ist immer so ein bisschen ein Zeichen für gewisse Passivität. Man darf das alles natürlich nicht überbewerten, aber sie verlieren dadurch mitunter eben an Mobilität. Im Springerpaar sollte man sich natürlich auch die Geometrie der Springer vergegenwärtigen. Das werde ich auch natürlich im weiteren Verlauf des Kapitels noch näher erläutern und weiter versuchen. Man sollte aber auf jeden Fall darauf achten, dass die Springer im Prinzip mobil bleiben und sich nicht für immer decken müssen und aneinander gekettet sind. Ja, und so auch hier. Turm D8, um die Springer auseinanderzuziehen, den einen Springer von der Deckung des anderen zu entbinden und Gegenspiel zu inszenieren. Das ist auch Aktivität. Turm und Springer sind keine Figuren, die Passivität besonders gerne mögen. Ja, und hier könnte es wohl sein, dass das noch hält. Ja. Ich habe zumindest hier keinen Gewinn gefunden. Weiß hat jetzt gewisses Gegenspiel aufgezogen, seinen Turm schön hinter den A-Freibauern gebracht. Und ja, ist jetzt auch recht aktiv. Und sollte sich hier wohl über Wasser behaupten können. An diesem Beispiel ist mir besonders wichtig, wie es Magnus Carlsen gelungen ist, aus dieser ganz leichten Initiative, die ja fast aussieht wie nichts, gegen einen so starken Mann wie Veselin Topalow etwas herauszuholen. Und es ist ja zusätzlich noch so, dass ich auch gar keine ganz richtige Verteidigung hier mehr gefunden habe. Das gebe ich zu, ist etwas überraschend. Aber nun gut, Weiß muss natürlich aufpassen, dass er nicht den F2 verliert, an dem ja auch seine Königssicherheit hängt. Und das scheint gar nicht so einfach zu bewerkstelligen zu sein. Ja. Vielleicht wäre dann hier sogar Turm D1 besser gewesen, aber wer macht schon gerne so einen Zug? Es ist schon verständlich natürlich, dass Topalow diese Variante gesetzt hat. Aber ja, hier hätte Magnus mit Springer G4 doch sehr lästige, direkte Fragen stellen können der gesamten aktiven Armee.